So, und dann geht's weiter mit dem Questen. Doppelkill. Da ist er noch nicht mal richtig wieder da, bekommt man schon einen Doppelkill. Ja, ich war ein bisschen vor dir. So, noch fix verkaufen. Finde auch beim Siedler, das hat mich gestört gehabt in der Beta, die Dinger gehen ganz schön schnell wieder weg, was du aufbaust. Ja. Naja, 2 Minuten oder so halten die, glaube ich, nur. Siehst du jetzt hier unten, deins ist alles schon wieder weg. Wo war denn hier der Händler? Der war da hier, oder? So muss ich den Bau. Ach ne, da oben. Nehme ich erstmal hier alles das. Ach, scheiße, habe ich das verkauft. War aber klar, Waffen. was ich doppelt hatte. Ah ne, ah ne. Zurückkaufen. Voll viele Dings. Kochrezept. Echt viele, ja. Ich habe eins gefunden. Hab jetzt 3 im Inventar gerade. Gerade erstmal hier alles verkaufen. Mal irgendwie. Ah, gut, zwei habe ich jetzt auch drin, ja. Sich doch das ein oder andere angesammelt. Ja, Gold ist knapp, vor allem weil du ja mit Gold auch die Skills mal freikaufen musst. Ja, das stimmt. Brauche vor allen Dingen größere Taschen generell. So 4, VIPs, 3 4, Punkte habe ich 5, schon. 6. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch. Ich habe 2 von 4. Ich habe jetzt mal. Ah, jetzt. Ich habe jetzt mal Mal 3 verteilt auf zurücksetzen, weil Angriffskraft. ich mehr auf. Kann ich hier vielleicht CC, Abklingzeit, Salto-Regeneration, kritische Paradechance, kritische. Oh. Hä? Das ist denn nicht sowas wie mehr Aggro oder so? Da hier Bedrohung. Ach du Scheiße. Energiekosten 4, lol. Du machst das mal noch schnell. Ich mache derweil noch mal eine Mission von meinem Kundschafter. Ganz vergessen, Ich gucke auch diese gleich scheiß meine Skills Ausmessung. nochmal in Ruhe durch. Denn eben Unterstützung habe ich ja jetzt das und dann habe ich. An, okay, und der verursacht kinetische irgendwas. Kann ich nämlich das löschen? Ah, oh, ne, Liste leeren, so. Das reinnehmen. Vorher habe ich jetzt hier jetzt das. Dann den Sprung auf die 6 später. Jetzt kann ich schon mal kurz diesen wilde Schläge. Verursacht bei 5 Gegnern 2x 113 Schaden. Nicht viel. Und erzeugt 125 kinetische Energie. Also baut er auch Energie auf. Ja, der war auch nicht so gut. Also hat den auch nur drin, aber nie benutzt. Also mein Verursacht. stärkster Angriff im Moment macht 788 Schaden. Okay. Dann auf die 3 nehme ich noch den Tritt auf alle Fälle. Der Tritt war echt. Das ist auch wichtig. Scheiße. Den muss ich nochmal rausnehmen. Das kaufen. Nochmal. Oh, geil. Erst das. Dann das. Dann das. Dann den Tritt. Und. Haben wir noch eine Fähigkeit, eine gute? Was macht der? Vorsatz. Ja, Wirbelsturm können wir auch reinnehmen, ne? Den kaufe ich gerade. Und dann noch als letztes den Sprung. Den Sprung muss ich mir, also die Taste 6 in dem Fall, Set benutzen.
Muss ich mir noch auf die Tastenbelegung legen. Aktionstaste 1, Platz 6. Lege ich mir auf Mausbutton 5. So. Gut, dann habe ich nämlich das erstmal eingestellt. Und wo bist du jetzt? Beim Ausgang einfach oben direkt. Ich mich keinen Millimeter groß bewegt. Ja, da. Also, ich bin ein Stück vor. Ah, okay. Ja, der Kundschafter hat doch solche Quests, wo er an gewisse Stellen überall, ja, so eine Art Messstation aufstellen soll. Mhm. Und das Ding vergesse ich aber immer wieder. Das wird auf der Karte und nirgendwo angezeigt. Hier links muss auch irgendwo einer hin. Ja, da komme ich doch mal mit. Oh, ist das eklig. Ist halt wieder springen, weißt du? Ja, ja, eben, sag ja, ist eklig. Aber ich bin schon, ja, hier muss irgendwo ein, ne? Ja. Ah, das scheint es gewesen zu sein. Aber wir könnten hier oben mal weiterspringen, gucken, ob das hier noch kommt. Ja. Wenn man hier rüberkommt über dem, ja, hier kommt man rüber. Nee. Ein Gate. Kommen manche nicht. Leute rüber. Ah, das ist ätzend. Also, ja, ihr seht's, ich bin das Movement-Krüppel schlechthin. Ja, weiß ich. Hier ist ein Buch gewesen, das habe ich mal mitgenommen. Was? Du findest ein Buch? Ich fall runter und du findest ein Buch, na toll. Du bist runtergefallen. Nee, du bist doch da, hier sind doch übelst die Gegner. Ach ja, du fällst runter und ich. Ja. Ja, aber die sind ja alle freundlich. Nee. Wollte ich doch nichts tun. Der war weit genug weg. Gesehen, ich hab die Akku gehalten. Weiter. Ich hab nicht mit angegriffen. Ich habe jetzt auch komplett auf Bedrohung. Also ich habe auch einen Angriff, der meine Energie verbraucht und Bedrohung aufbaut. Irgendwie hätte ich und gedacht, Sport. Dass hier was ist, aber. Ist nichts. Moment, ne? Hier gucken wir mal, hier geht's rein irgendwie. Echt? Gehen wir einfach runter. Ja, irgendwie ging es hier runter, aber ich glaube auch nicht, dass hier was sein wird. Dann musst du es Duck eingeben, weil du festhängst. Ah, nee, ich rutsche hier weiter zurück in die Stadt. Hui. Ich geh mal hier weiter, ob man hier noch vielleicht irgendwas entdecken kann. Moment, da war eine Festival-Karte angezeigt. Ach so, du springst jetzt wahrscheinlich rüber ins nächste Gebiet. Ach so, ist das schon das nächste Gebiet? Ja, also die nächste Ecke zumindest. Aber hier ist ein Buch hier oben. Mann, ehrlich jetzt. Ist ja nur komm ich nicht mehr so schnell hoch. Ja, das ist ein wichtig. So geiler Ausblick, Leute. Das wird das Thumbnail-Bild. Oh, wenn ich nicht runterrutsche, ich rutsche runter. Nein, nein, nein. Oh, ist doch kacke. Da oben mein Buch. Ja. Ja, komme ich nicht mehr hoch, oder? Aber ich kann jetzt hier mal Alt-Y machen. Und mal. Was macht denn Alt-Y? Interface ausblenden. So, okay, ich bin doch noch hochgekommen. Ist ja lustig, ich habe hinten an meinem Schwert das Symbol der Gilde. Also um mich herum. Okay. Mal gucken, ob die vielleicht schon mittlerweile irgendwas freigeschalten haben, irgendeinen Vorteil. Nein, haben sie nicht. Sehr interessant, wäre ich hinter dir hinterhergesprungen dort oben, aber einfach weiter vorausgesprungen, wie ich es vorhatte. Da musste ich direkt auch wegen der Sprungmission hin. Ah, okay. Aber das Buch von dir habe ich trotzdem nicht gefunden. Was war da auf diesem, ganz oben auf dem... Das Warnschild? Ja, da ist ein Buch, also war ein Buch angezeigt. Mir wurde es als Warnschild nur, ich habe da sonst nichts. So, dann würde ich mal runterkommen und wir machen dann weiter die Quests. Ja, ich stehe hier gerade in der Stadt und... Ah, ich versuche gerade Heile runter. Geht mal ab, würde ich sagen, einfach, ne? Ja, ich, wie gesagt, überlebt. Noch nur einen einzigen Fallschaden zu bekommen. Wie weit bist du gekommen? Damit hast du dir eine Belohnung verdient. Verdammt gut, dass du hier bist. Dann weiß ich auch, was das nächste Add-on wird, was ich mir tatsächlich doch installieren werde, auch wenn ich mich eigentlich dazu geweigert habe. Welches denn? Ein Recount. Soll das machen? Aggro. Wenn Walzer tatsächlich mit den Standard-Aggro-Sachen arbeitet, dann... Man muss es tatsächlich wissen, einfach. Es... Man kommt da halt echt nur schwer drum rum, wenn man später Instanzen und Ähnliches machen will. Mal gucken, Stück für Stück, die Quest habe ich auch noch offen. Was ist das denn? Stück für Stück habe ich schon gemacht. Recycle-Zeug. Ah, ist ja nur Inventar. Ich habe hier 160 Meter, muss ich noch. Wir geben mal alles ab und dann gucken wir mal, was wir da noch so haben. Würde ich mal sagen. Weil du hast definitiv auch eine Quest, die ich schon gemacht habe.
Ja, das denke ich auch. Hast du was zu sagen? Geworden. Was haben wir hier mehr Rüstung? Allerherzlichst. Ganz klar. Ja, wo sind die jetzt? Da. Und dann gucke ich auch mal. Ja, es ist gerade. Ey, also wahrscheinlich spielen jetzt auch mehr, ne? Und deswegen. Naja. Mich hat das schon gewundert gehabt, als ich das gestern las mit den DDoS-Attacken gegen die Server, als er online kam. Nee, das. Warum macht man sowas überhaupt? Ich glaube auch nicht, dass das wirklich DDoS waren. Die waren einfach überfordert. Ja, ganz ehrlich, also. Ich habe gestern einen Livestream angehört von Arkship, wo die auch mit Bronn und sich unterhalten haben, 3 Stunden lang. Und der hat auch nichts von DDoS-Attacken erzählt, ne? Also er hat einfach gesagt, die Server waren überlastet. Er hat zwar auch nicht explizit gesagt, dass es aufgrund der Ansturm war, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Genügend Leute auf der Welt. Ja, das stimmt, es ist richtig. Ich würde jetzt das Wort Idioten nicht ganz benutzen, aber... Darfst du gern. Ich guck gerade. Ach, P war das. Oh, ich werde es nie raffen. P für Charakter. Ja? Oder... Nö. Weiß nicht, wie... Für Player, Gruppe, okay, aber... GR. Oh, Gottes Willen. GR für Gruppe. Nee, P, mein Player-Charakter meinte ich, das Fenster dafür. Ich hab dir das gepostet, guck mal, ob du das brauchen kannst. Wohin? Im Chat, Gruppe im Chat. Ich hab eine VIP-volle Kraft gefunden. Was ist das? Krieger, Basis 14, benutzen. Ja, klar, also... Hab ich nicht, kenne ich nicht. Nutze, weil... Das ist dann wenigstens, ja, das kann man handeln. Ne? Voll mit Bedrohung, ja. Lässt er mich irgendwie trotzdem nicht. Steht nichts. Doch, jetzt. Ja, ausführen. Ich hab noch nicht angenommen. Dankeschön. Ah. Ich wollte nämlich mal gucken, was ich hier an Dings brauche. Dings hier. Ach. Tech, Brutalität ist Angriffskraft. Weiß ich für Verteidigung. Zähigkeit ist das, okay. Vergess nicht den komischen, Gegenstand im Inventar zu benutzen von dem Bossgegner, der Kopf oder was auch immer das war. Ja, habe ich gerade nochmal aktiviert, weil ich den nochmal im Inventar hatte. Und ja. Da gab es dann nochmal mit Sprich das Auge. Ja, das muss ich noch machen. Ja, Sprich das Auge. Der ist da vorne. Hast du was zu sagen? Da gibt's ein neues Schild. Aber die sind alle schlechter als meins. Hätte ich nicht besser machen gibt's können. Gibt's Abkommen, wobei, des Algor-Felsen zu holen. Vielleicht. Gegen diese die Steine. Hier an der Stelle verdient. Bei dem Typen. Kannst einen umtauschen gegen 20. Ah, Abkommen ist wahrscheinlich. Neue Errungenschaft, Lofti-Rausch. Wie viel hast du jetzt umgewandelt? 21. Das ist hier... Ihr könnt das jetzt hatte schon anlegen, P. Was hätte das? Ja. Was war das jetzt? Waren das jetzt Rufpunkte, sowas in ja, der Richtung? Ja, Rufpunkte, oder? Genau. Ja. Kann man die eigentlich anzeigen lassen? P und dann ansehen. Ah, dann ansehen, sagst du. Anerkannt. Aber Punkte direkt sieht man nicht, wa? Nee, ich bin auch einer. Doch, wenn du rübergehst mit der Dings, 4912 von 8000. 7000. 7000, hast du schon ganz schön viel mehr gemacht, natürlich. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen gefarmt, nur Ruf. Wie denn? Einfach gekillt oder was? Nee, hier die Fackeln angeklickt. Du kriegst immer 5 Ruf. Und ja. Ach so, das kannst ja nur du. Ja, das kann sein. Siedler. Aber es war müde. Wo ist denn das jetzt hin? Oder habe ich das jetzt ausgeführt? Mal, ich guck mal kurz B bei VIP. Und zwar das Teil, was du mir gegeben hast, ne? Mhm. Das habe ich. Das ist ein Zusatzschild.
Vor allem Basisstufe 14, aber das hat nichts mit. Ach, das ist freigeschalten. Das muss ich freischalten, okay. Aber. Aber wo hat es freigeschalten? Das verstehe ich also. Hallo. Verstehe ich auch nicht ganz genau. Habe ich auch schon vorhin mich beschäftigt. Es gibt da, ich habe hier mit voller Gewalt, voller Verteidigung. Und wahrscheinlich hier drüben heißt dann irgendwas wahrscheinlich mit voller Kraft. An welcher Stelle bist du denn gerade? Ich bin gerade im VIP und guck gerade, was das sein könnte, was ich da jetzt angeblich freigeschalten habe. Ach so, und ab Stufe 2 musst du immer das freischalten über so eine Dinger oder wie? Das kann natürlich sein, dann hast du mir natürlich gerade genau das Richtige gegeben, weil das brauche ich als nächstes. Keine Ahnung. Müsste ich mich auch noch beschäftigen. Dann ist das total also schon recht komplex gehalten, ne? Wenn du die erst finden musst. Das System ist allgemein sehr komplex gehalten, aber ich habe morgen eine Menge Zeit in der Uni, da werde ich mal ein bisschen mich belesen. Okay. Ein bisschen vorbereitet am Abend komme. Gut. Ja, möchtest du jetzt weiter noch irgendwas machen? Also lesen technisch oder so? Ne, wir können auch gern. Gleich die nächste Quest machen. Gibt's für dich erstmal wieder zu bauen?